Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist immer noch Corona-Lockdown und wir machen heute einen Tagesausflug zum Schloss Dick und zum Schloss Liedberg. Schloss Dick geht zurück auf eine einfache Befestigungsanlage, erstmals urkundlich erwähnt im Jahre 1094. Später wurde es dann ausgebaut zu einer wehrhaften Wasserburg. Bemerkenswert ist, dass das Anwesen über 900 Jahre im Besitz der Familie zu Salm-Reiferscheid-Dick blieb, bevor es im Jahre 1999 durch Gründung einer Stiftung zum Zentrum für Gartenkunst und Landschaftskultur wurde. Im Inneren des Schlosses zeigt eine Dauerausstellung das Leben vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Wegen Corona ist diese aber zurzeit leider geschlossen. Den englischen Landschaftsgarten kann man jedoch auch zurzeit besuchen. Der Eintritt kostet 8 Euro pro Person.
Schloss Liedberg ist eine Schlossanlage auf einer Anhöhe im Kochschenbrucher Stadtteil Liedberg. Sie entstand als Höhenburg etwa im 13. Jahrhundert. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie 1944 von einer Bombe getroffen und fast vollständig zerstört. Danach war es dem völligen Verfall preisgegeben, bevor 1968 erste Restaurierungsarbeiten begannen. Im Jahre 2007 wurde es von einem Unternehmer erworben, der in der Folge umfangreiche Sanierungs- und Rekonstruktionsarbeiten durchführte. Es ist heute in Privatbesitz und nur von außen zu besichtigen. Umgeben ist das Anwesen vom Naturschutzgebiet Quarzitkuppe Liedberg, in dem es schöne Wanderwege rund um das Schloss gibt. Sehenswert ist auch der Ort Liedberg mit seinen denkmalgeschützten Fachwerkhäusern.